Herzlich willkommen zurück zu Prison Simulator. So, wir haben Freizeit übrigens oben, direkt über meinem Kopf steht. Das unperfekte Verbrechen, warte die Entscheidung des Gerichts ab, denn einer unserer... Oh, Kirsch ist auch da. Oh, oh. Denn einer unserer Inhaftierten, da haben wir die Mordwaffe gefunden. Denn Katrinchen wurde ermordet, ja. Der wird jetzt vor Gericht geladen. Und wir sollen die Entscheidung abwarten, das machen wir auch. Wir nutzen natürlich die Zeit, um Pakete auszuliefern. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Aber falls wir irgendwann mal wegrennen müssen oder sowas, das ist, glaube ich, das Beste, wenn wir Pakete ausliefern. Denn durch Paket ausliefern bekommen wir mehr Geschwindigkeit. Also so habe ich das zumindest verstanden. Guck mal hier. Wir haben unten schon eine Statistik-Level. Wir haben Ausdauer 2. Wir haben Geschwindigkeit 4. Stärke 1, Verteidigung 1, also wir sind noch sehr, sehr schwach. Wir sind ein schwächliches, kleines Hemdchen. Und, naja, was soll ich sagen? Wir können aber schnell laufen, ne? Das ist ja das Wichtigste. Als Wärter musst du einfach nur den Knüppel schwingen, da brauchst du keine Kraft und du musst halt schnell wegrennen, falls es nicht so klappt. Einfach und immer bis 9 Uhr streame ich. Bis 9 Uhr morgens, nur 2 Stündchen. Aber schön, dass du schon wach bist. So. Du bist hier, um an deiner Geschwindigkeit zu arbeiten. Jawohl, genau, das ist es. So, wir kriegen jetzt das Paket. Wir müssen jetzt direkt los. Und wir müssen direkt los. Ich habe auch ein bisschen Angst. Wir müssen, glaube ich, 3 Pakete abliefern, oder? Wir müssen immer zu diesen grünen Punkten hier schnell rennen. Meine Ausdauer ist auch gleich RIP. So. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Hier, Paket, Paket. So, das war Nummer 1. Jetzt müssen wir wieder zurück, Alter. Das ist natürlich jetzt wirklich... Oh, Scheiße. Ich glaube, das schaffen wir diesmal nicht. Ne? Wir haben nur eine Minute Zeit. Wie sollen wir das machen? Wie sollen wir das denn machen? Um Gottes Willen. Meine Ausdauer ist RIP. Wir müssten Ausdauer vielleicht auch nochmal trainieren, bevor wir weitere Pakete ausliefern. Die Zeit läuft weiter, wenn wir mit denen sprechen. Das heißt, wir haben nicht so viel... So viel Puffer und Spielraum. Oh Gott. Jetzt oder nie. 40 Sekunden. Oh, das schaffen wir. Jetzt bleibt... Ich dachte schon, der rennt jetzt weg. Der rennt weg! Bleib stehen! Ich habe keinen Ausdauer, Digi! Warte! Warte! Uff! Oh, boy! Wir haben 2 Geschwindigkeit gewonnen. Richtig, 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 richtig gut. Alter! Sehr gut! Damit ist die Freizeit auch... Uff! Boah, da komme ich ganz schön ins Husten hier, Digi. Ja? Wow! Damit ist die Freizeit abgeschlossen und wir sollten jetzt beim Sprinten deutlich schneller sein wieder. Wir müssen an unserer Ausdauer arbeiten. Wie wir das machen, weiß ich noch nicht genau. Und wir haben ganz, ganz... Hallo, Paul! Grüß dich! Und wir haben auch ganz, ganz viel, ja, Budget. Das heißt, wir können das Gefängnis noch erweitern und auch an uns selber arbeiten. Hallo, Enable Gamer! Hallo. Guten Morgen! Ich habe heute von dir geträumt, Enable Gamer. Ich habe geträumt, du haust eine 100er Subbombe rein. Habe ich wirklich geträumt heute Morgen, ne? Enable Gamer. Du haust eine 100er Subbombe rein und der Alert funktioniert nicht. Das heißt, ich habe es gar nicht mitbekommen. Habe ich geträumt heute? Eieieiei, ne? Lassi und seinen größten wahnsinnigen Träume. Zellendurchsuchung. Du musst mehrere Zellen durchsuchen. Du kannst es in beliebiger Reihenfolge machen. Alles klar, das kriegen wir hin. Ah, das machen wir schon. Das machen wir schon. Hallo, Citizen Zero. Grüß dich. Ach, du warst von Anfang an schon da, ne? Hallo, Oberan. Ich habe noch niemanden geknüppelt. So, wir gucken erstmal, wir machen Anwesenheit-Check kurz. Wir müssen Zellen durchsuchen. Metal Car ist ein Dealer geworden. Das wundert mich nicht. Dark Savage. Den dürfen wir nicht rauslassen. Der muss in den Knast. Daniel Kirsche ist auch noch da. Der hat ordentlich aufs Maul bekommen. War ein Auftragsknüppelei. Hardy ist da. Guck mal, alle sind pinkin, ne? Vanity ist auch pinkin. Sag mal, sind die alle pinkin? Charo Dreizahn ist dabei. Günther Carter ist noch am Leben. XY Smith, der schläft eine Runde. Ja. Das ist die Zelle gewesen von Katrinchen. Katrinchen ist gestorben. Katrinchen wurde ermordet. Und jetzt ist noch nicht mal mehr der Name an der Tür. Ach, Katrinchen. Feierlauch ist noch am Leben. Der ist auch ein Händler. Black Panther ist am Stissel. Cat Lee ist noch da. Nilly ist noch da. McFladen ist noch da. Den geht sehr, sehr gut. Hass auf Arbeit ist noch unterwegs. Draco Soul ist da. Ja, das war's. Mehr Insassen haben wir nicht. Vielleicht kommt ja jetzt noch ein neuer Insasse. Ich weiß es nicht, ja. Wir müssen mal gucken. Hallo, Goratos. Guten Morgen. Ah, ich hoffe, du hast dir schon Käffchen gegönnt. Goratos, wie geht's dir heute, mein Lieber? Okay, wir müssen Zellen durchsuchen, ne? Wir müssen Zellen durchsuchen. Betätige den Hebel, um alle Zellen zu öffnen. Okay, das machen wir mal.
So, Durchsuchung von Zellen. Metal Car haben wir eigentlich schon genug geärgert, ne? Wir ärgern mal hier auf der Seite rum. Wer ist denn heute da überhaupt? Wie können wir mal ärgern hier? McFladen ist da. McFladen-Zelle nehmen wir komplett auseinander. So, gucken wir mal hier rein. So, McFladen, was hast du versteckt, mein Lieber? Was hast du versteckt? Im Wasserhahn vielleicht irgendwas drin? Nee. Ah, McFladen eben, also ich muss sagen. Ach, scheiße. Ach, guck mal, Zellendurchsuchung. Vier Stück. Ach, den müssen wir gar nicht durchsuchen. Wir müssen Metal Car, Hardy, Black Panther und Hase auf Arbeit durchsuchen. Alles klar, alles klar. Sorry. Wenn man lesen kann, dann ist man klar im Vorteil. Hallo, Draco ist auch da. Grüß dich. So, das lassen wir. Schokolade bleibt für Metal Car erhalten. Hey, Blasbus auf. Wie sagt mein Cousins Bescheid? Ey, sondern auch meiner Mutter. Oh mein Gott, hör auf. Sag bitte nicht deiner Mutter Bescheid. Die ist ganz haarig. Wie ein Wookie. Hey, moin, XYZ, grüß dich. Aha, aha. Okay, Metal Car scheint eigentlich sauber zu sein. Wir gucken noch mal kurz ins Waschbecken rein. Hallo, Retro, moin. Wie geht's euch stets? Also die Zelle, aha, ich habe eine Nadel. Die wird gesichert auf jeden Fall. Die wird gesichert. Bei Metal Car haben wir wieder was gefunden. So, Metal Cars Gefängnis ist durchsucht. So, mit dem sprechen wir nicht. Ja, der ist natürlich hier, der darf die Zelle nicht verlassen, ne? Oh, der hat einen Schluss. Okay. Hier müssen wir auch gar nicht hin. Hier müssen wir auch gar nicht hin. Ich schließe ihn direkt mal wieder ein. Wir müssen jetzt so... Oh, nicht so hart, Digga. Was ist denn hier los? Nee, der ist tot? Hey, na? Wie, der ist tot? Wir haben hier einen Vorfall. Wir haben hier einen Vorfall. Wie, der ist tot. Feuerlauch, komm schnell. Wie Feuer. Was ist denn jetzt hier los? Was passiert hier, Leute? Passen denn die anderen nicht auf, die ganzen Schmocks hier, oder was? Bruder, was ist denn los hier? Die sterben mir alle weg. Die sterben mir alle weg. Also das Gefängnis ist bald leer, wenn es hier so weitergeht, ne? Alter! Brauchst du etwas Hilfe? Ich weiß nicht, warum der so ein Zeichen über dem Kopf hat, ne? Ey, warum sterben denn jetzt alle hier, Junge? Warum sterben denn jetzt hier alle? Also wen sollen wir noch suchen? Hardy? Ey, Hardy hat die umgebracht, ne? Guck mal, Hardy steht doch hier schon. Hardy hat Sharon Dreizahn umgebracht. Alter! Ey, wir dürfen hier keinen rauslassen, ne? Der kommt direkt in Einzelhaft. Ich weiß auch gar nicht, wer das war. So viele Zellen. Sind alle schon tot, echt? Naja, naja, also ein. Also sind nur zwei tot. Einer wurde ermordet. Das ist eine Quest, die wir gerade haben. Da müssen wir herausfinden, wer das war. Und der andere ist jetzt gerade durch eine Knastschlägerei gestorben. Hardy war's, ey. Ohne Scheiß. Du warst das, wenn sie ehrlich? Stand das da irgendwo, wenn es sie? Da musst du in Einzelhaft wieder, ne? Da musst du wieder in Einzelhaft. Ey, mir geht's super gut, mir geht's super gut. Vielen, vielen Dank. Bin ein bisschen verschnupft wie jeden Morgen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wer hat ihn denn jetzt in die Fresse gehauen? War das der Wärter oder was? Ich weiß es nicht. So, Black Panther. Du wirst auch durchsucht, Kumpel. Brauchst gar nicht so nett sein im Chat, Junge. Jetzt geht's dir nämlich an den Kragen. Wo bist du, Black Panther? Hier, da steht er. Black Panther, der einzige Weiße im Knast. So, machen wir mal Zelldurchsuchung, mein Lieber. Da werden wir mal sehen, wie es mir geht hier. So. Wir suchen uns alle mal, mache ich noch. Meinst du, der wurde im Messer benutzt oder was? Eieieiei. So, wir durchsuchen hier alles. Mal kurz unter das Bett gucken. So, aber bei Black Panther sieht es eigentlich ganz gut aus, ne? Ich habe nichts gefunden. Black Panther, GG. Alle durchsuchen, ja. Das ist mal eine Maßnahme, ne? Hat die mal durchsuchen? Hardy hat nix. Vanessie? Vanessie hat auch nix, ne? Vanessie hat auch nix. Daniel Kirsche? Hat Drogen. Ah, mich sieht ein Wachmann. Das heißt, ich muss das leider sichern. Das tut mir leid. Warum hat er hier eigentlich so ein Zeichen über den Kopf, ne? Ich weiß es nicht, Leute. So, und Hase auf Arbeit müssen wir noch durchsuchen. Hase auf Arbeit müssen wir noch mal durchsuchen. Wo ist die? Hase auf Arbeit. Das ist diese Zelle hier. So, die müssen wir auch noch mal durchsuchen. Black Panther ist mein weißer Bruder. Hallo Epsa, grüß dich. Ist schon niemand ausgebrochen? Gestern ist fast jemand... Oh, mich sieht keiner, das heißt, ich nehme das mit. In meine eigene Hosentasche. So.
kann ich das nämlich wieder am Dealer, an einem Dealer verkaufen, ne? Gestern wollte jemand flüchten, Alpha. Gestern wollte wirklich jemand flüchten. Aber wir haben das verhindert, ne? Auf einmal war der ganze Knast dunkel, die Sicherungen wurden geklaut und so weiter. Junge, Junge, Junge. Hallo da, bitteschön, grüß dich. So, okay. Sehr gut. Geh in den Besprechungsraum und sprich mit dem Wärter. Das ist jetzt natürlich wirklich ein bisschen... Kann ich hier auch neue wieder dazu bekommen und auch einen Namen geben? Wir haben hier nämlich noch viele Leute im Chat, die würden auch gerne in den Knast wandern, nicht? Das ist hart. Sharon 13 gestorben. Ey, du kannst den Harte hier nicht... Du kannst den hier nicht stehen lassen. Das kannst du dir nicht ausmalen, was er alles macht hier, ne? Ey, zwei Tote schon. Einer ist gestorben, ganz normal durch die Story. Das hätten wir auch nicht verhindern können. Aber den Tod eben, da hätten wir einfach mal gucken müssen, ne? Wir sind zu spät, wir haben das gar nicht gesehen schnell genug. Da war wohl eine Auseinandersetzung und wir haben ganz gemütlich eine Zelle durchsucht gerade. Das ist natürlich ärgerlich, ne? Das ist natürlich sehr ärgerlich jetzt gewesen. Das war ein Tod, den hätte man verhindern können. So, wir schließen den Tag ab. Oh, warte mal, nee, wir schließen, pass mal auf, wir machen... Nein! Wir machen mal Folgendes, wir haben noch richtig viel Kohle. Wir werden uns noch mal upgraden, ne? Wir gehen mal kurz in den Gemeinschaftsraum. Lass mal kurz gucken, wo ist denn der? Wo sind denn wir? Gemeinschaftsraum, hier, da müssen wir hin. Also hier vorne, ach, hier ist es doch! Das Wachzimmer, genau. Pass auf, ich hole mir hier noch mal ein paar Skills. Ich hoffe, wir haben noch Skillpunkte frei. Hallo, Wongi, grüß dich! Der alte Metgott, wie ist es, mein Lieber? Ei, herzlichen Dank nochmal für den leckeren, leckeren Met. Ich muss sagen, ich habe ihn immer noch nicht getrunken. Ja, ich habe immer noch nicht getrunken, aber er steht auf der Liste. Er steht auf der Liste. Weißt du, diesen besonderen Tropfen hebe ich mir natürlich auch für einen besonderen Anlass auf. Nom, 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 nom. Kannst du mich... Okay, so. Ich will etwas lernen. Habe ich noch Skillpunkte übrig? Nee. Ah, wir können nichts mehr lernen, leider. Wir können nichts mehr lernen. Wo ist denn das Büro des Direktors? Dann lass uns mal den Knast upgraden hier, oder? Was ist das denn hier? Ist das das Büro des Direktors? Okay, müsste gleich hier sein eigentlich. Büro des Direktors. Hier ist so der Verwaltungstrakt. Alter, mit denen soll ich auch reden? Ich rede jetzt mit ihm, Leute. Ich rede jetzt mit Kenneth. Los geht's. Hallo, ich habe Neuigkeiten für dich. Aha! Das Gericht hat entschieden, dass Dark Savage eine härtere Strafe verdient hat. Oh, nee. Alter, Dark Savage, bist du da? Ich glaube, du wirst gegrillt jetzt, ne? Ich glaube, du musst auf einen elektrischen Thron. Jetzt mal ohne Scheiß, ne? Dark Savage, bist du im Chat? Bist du im Chat noch? Digga, du bist mein erstes Todesopfer. Glaube ich. Dark Savage ist nicht da, das ist gut. Da muss er sich auch nicht selber beim Grillen zu gucken. Sie haben ihm den Stuhl gegeben. Ich hab's gewusst, Leute. Ich hab's gewusst! Dark Savage war vorhin im Chat. Der kommt auf den Stuhl, Leute. Der kommt auf den Stuhl! Der Hinrichtungstermin ist morgen. Du bist derjenige, der das Urteil verstrecken wird. Ich? Warum so überrascht? Dachtest du, der Todestrakt ist nur zur Show? Wenn du dir Sorgen um die Sicherheit machst, weil du ja direkt mit ihm da sitzt, musst du das nicht. Du wirst nicht allein sein. Wie auch immer, ich akzeptiere kein Nein als Antwort. Ich bin froh, dass du einverstanden bist. Geh erstmal zurück an deine Arbeit. Ach du Scheiße. Oha. Oha, Dark Savage, ne? Das muss einer klippen für Dark Savage. Dass wir denen das im Discord schicken können nachher. Ich bin kurz einkaufen. Alles klar, ein Able Gamer. Erinnert mich an Green Mile. Naja, ich hoffe. Naja. So, also pass auf. Wir sind Rang 5, Stufe 5. Was können wir machen? Wir könnten Zellen dazu kaufen. Das will ich natürlich nicht, ne? Erhöht den Respekt der Wachen, wenn ich Zellen kaufe. Was kostet denn so eine Zelle? 200 Flocken. Würde ich auf jeden Fall im Block B kaufen, oder? Block B ist ja mein Block. Das ist ja meine Hood. Block B. Wie viel Geld habe ich denn? 800 Flocken. Hm.
Ich weiß nicht, vielleicht erstmal die Duschen reparieren hier. Ah, brauchen wir Stufe 7 dafür? Ich guck mal ganz kurz, was wir hier... Toiletten können wir die... Oh! Toiletten können wir sanieren. Wir können hier einen schönen Goldthron drauf machen. Das machen wir natürlich nicht. Wir machen auf jeden Fall mal anständige, renovierte Toiletten. So. Kaufen. Erhöht den Respekt der Gefangenen. Guckt ihr das an? Wunderschöne Kloschüsseln. Ja, ich bringe euch Liebe und geile Kloschüsseln, Leute. Ehrlich, jetzt könnt ihr wieder richtig schön aufs Klo. Ach, herrlich. So. Was haben wir noch? Waschbecken können wir eigentlich auch mal neu machen. Wir renovieren auch die Waschbecken. So, 300 Flocken kostet das. Bringt uns auch wieder mehr Respekt. Keine verrosteten Waschbecken und Toiletten mehr. Nicht aus Gold, bist du verrückt, Alter? Wir sind hier immer noch im Knast, ja? Hier gibt's keine Gold. Hier gibt's kein Goldklo. Hier gibt's doch kein Goldklo. Hallo, Plaschi, moin. Als ob ich euch ein Goldklo gebe. Wir sind im Gefängnis. Wir sind im Gefängnis. Goldklo. Sind wir nicht im Vierjahreszeiten-Hotel, Leute? Erstmal Stößchen auf die Möschen. Stößchen auf die Möschen, Plaschi. Na? Plaschi, du kommst gerade rechtzeitig. Wir müssen gleich jemanden grillen. Auf den elektrischen Stuhl. Und zwar morgen, sobald der Tag beendet ist. Okay, wir sind fertig für heute. Oh mein Gott, es geht los. Es geht los! So, wir haben wieder ordentlich Geld bekommen. 200 Budget fürs Gefängnis. Toiletten sind erneuert. Respekt der Wachen hat sich verbessert. Risiko eines Aufstandes hat sich verringert. Sehr gut, sehr gut. Ach, der Gefangenen hat sich verbessert. Sehr gut, sehr gut. Eieieiei. Oh, ich drücke immer auf Beenden, ne? Wir müssen auf Fortfahren. In den Himmelbett. Ein goldenes Klo, ein Himmelbett? Natürlich, natürlich. So, lass uns mal kurz reinschauen. 23 Meter. Geh in die Todeszelle. Oh, Dark Savage. Dark Savage! Am besten gleich den Knüppel raus, ne? Falls er sich wehrt hier auf seinen letzten Metern. Hat er eine Henkersmahlzeit bekommen? Sprich mit dem Insassen, der zum Tode verurteilt wurde. Ach, du ahnst es nicht. Hallo, Gebetsknüppel. Herzlich willkommen. Wir müssen jetzt jemanden auf den elektrischen Stuhl draufsetzen. Dark Savage, das tut mir mehr weh als dir. Aber was soll ich machen, ne? Ich durchsuche ihn erstmal. Erstmal durchsuche ich ihn. Nicht, dass er mich noch absticht. Kartoffelchips? Darf er behalten. Oh Gott. Dark Savage, mitkommen. Ja, moin, Digi. Hallo, Maybe. A Katana, man. Naja, die verabschieden ihn jetzt hier. Den alten Homie. Sag auf Wiedersehen, Dark Savage. Dein letztes Mal. Noch einmal winken. Mach mal die Türen zu. Eieieiei. Ach du Scheiße. Was denn ab den Hadi? Hinrichtung. Wenn du einen der nächsten Schritte nicht ausführst, kann dies zu inkorrekten Ausführungen der Hinrichtung führen, die wiederum einen schmerzhaften Tod des Verurteilten nach sich ziehen kann. Wenn du das zulässt, kannst du sowohl beim Personal als auch bei den Gefangenen viel Ansehen verlieren. Uff. Befestige die Riemen mit der E-Taste. Das ist der Schwamm. Jetzt musst du den Schwamm vorbereiten. Nimm ihn mit E. Und ich muss ihn im Eimer einweichen. Oh, ich hoffe, da ist Wasser drin, Leute. Wo ist denn hier der Eimer überhaupt? Ist der nass jetzt? Ist der nass, der Schwamm? Ich weiß es nicht. Ich sehe hier keinen Eimer. Ich hoffe, der ist nass. Sprich mit dem Verurteilten und frag ihn nach seinen letzten Worten.
Irgendwelche letzten Worte, Dark Savage? Ja, ja. Ich weiß, was hier verdammt nochmal los ist in dieser Bruchbude. Ich würde es dir sagen, was los ist, aber ich muss mich um meine Familie kümmern. Es liegt also an dir. Komm klar damit. Mein letzter Ratschlag, halte dich da raus. Das sind deine letzten Worte. Also lass uns beginnen. Alter, das ist schon hart, ne? Das ist schon echt hart. Hallo Banana und hallo Banana Joe, grüß dich. Fuck. Alter, hier richtig, hier können die Leute sitzen. Zum Zugucken, wenn sie wollen. So, eins. Zwei. Drei. Auf 2000 Volt soll ich stellen. Das ist wichtig. Vier. Auf 4 Ampere. Ey, sind wir schon soweit? Lichter sind an. Das ist drin, das ist soweit. Muss ich den Helm nicht nochmal runter machen vorher? Das haben wir alles gemacht. Soll ich es machen? Ich muss mal kurz aufs Klo. Bis gleich, Leute. Alter. Die Schalter sind betätigt hier übrigens. So, ich ziehe jetzt, ne? Oh, Wellnissi, danke schön, dass du die Klemmen aufgemacht hast. Alter, wer lacht denn jetzt? Wie macht denn jetzt den Lachsound? Das ist voll traurig, Leute. Dark Savage ist tot. Dark Savage ist tot. Hat alles geklappt, oder? War nass, hat nicht gebrannt. Hallo Tobias, hallo Lumper, grüß dich, herzlich willkommen. Läuft bei dir. Rufe das Personal des Leichenhauses, damit sie die Leiche abholen. Wo mach ich denn das? Ah, hier. Nee. Achso, mit Funkgerät wahrscheinlich. Warte mal. Eieieiei. Verlasse den Hinrichtungsraum. Leute, unsere erste Hinrichtung. Wir haben Minusrespekt bekommen bei beiden Fraktionen. Warum auch immer. Warum auch immer. Ob die Chips noch gut sind, die sind jetzt richtig schön geröstet. Oh, Leute, das ist nicht. Das ist echt nicht gut. So, schau mal hier. Lass uns mal schauen, dass wir irgendwie ein bisschen Ausdauer kriegen, ne? Ausdauer wäre echt gut. Was ist denn. Was haben wir denn hier? Das Zielen. Stärke und Ausdauer. Pass auf. Wir machen mal Stärke und Ausdauer. Banane, ich habe dich schon begrüßt, aber herzlich willkommen nochmal. Danke für den Sound. Wie komme ich denn jetzt auf den Innenhof überhaupt hier? Bongi, danke für den Host. Oh, ist das freundlich. Vielen, vielen Dank. Oh, ich habe heute so Husten. Warte mal, ich muss kurz muten. Ich bin der Nächste, der stirbt hier. Das gibt's doch gar nicht. Ja, Leute. Schwierige Situation, ne? Aber wenn wir das Spiel weiterspielen wollen, dann müssen wir ihn halt... Dann müssen wir halt, ja, ich sag mal, das Tutorial befolgen. Ich glaube ja, dass diese Kampagne eigentlich noch ein riesiges Tutorial ist. Wir werden jetzt ein bisschen was für unsere Kraft tun. Wir werden was für unsere, ja, für unsere Muckis tun. Und dafür gehen wir hier auf den Hof und versuchen zu pumpen und zu trainieren. Was relativ schwierig ist. Aber wir probieren das natürlich trotzdem. So, mit den Pfeilen müssen wir nämlich hier. So. Ich glaube, bis rot ist, müssen wir, ne? Eieiei, wir sind sehr schwächlich. Für dein schlechtes Gewissen. Alter. Dani, hast du den Sound gemacht? Den lachenden Sound? Alter, bist du gemein, ne?
So, wen grillen wir nun? Hör auf jetzt. Sonst wirst du noch gegrillt, Little Hope. Warum bist du eigentlich nicht bei uns im Knast drin, ne? Weil du nicht da warst, als wir angefangen haben beim ersten Mal. Du hättest noch ein letztes Mal prügeln können, ey, Leute. Weißt du, das sind die Abgründe der Menschheit, wenn ich hier in den Chat gucke. Ihr müsst ein bisschen respektvoll sein. Ja, ich bin gegen die Todesstrafe. Ich will das nochmal betonen. Eieieiei, das hat mir schon ein bisschen wehgetan in meinem Herzen. Hallo Linda, grüß dich. Wie geht's dir, meine Liebe? Ich würde das nie tun, ne? Ja, ja. Aber was willst du machen? Es gehört halt zum Spiel. So ist das halt in Amerika. Ah, wir versuchen nochmal ein bisschen zu pumpen hier. Einmal noch. Plus 20 Ausdauer kriegst du hier. Oh, das ist gut. Ausdauer können wir sehr gut gebrauchen. Dann können wir natürlich auch länger sprinten. Säubere die Standorte. Krankenstation, Duschen und Schießstand müssen wir sauber machen. Das ist heute unsere Tagesroutine. Heute sind wir Putzmann. Das kriegen wir natürlich hin, oder? Ich habe zwar noch nie geputzt. Ich weiß nicht, wie wir das machen. Krankenstation, ja. Da kann sein, dass da noch einer liegt. Wir haben heute Morgen, nee, gestern war das. Ja, vergiss es. Also dann ist, glaube ich, keiner mehr bei der Krankenstation. So, wir gehen mal hier rein. Ah, hier ist ein Läppchen. So, einen Schwamm nehmen wir mit. Oh Gott, was ist denn hier los? Blutspuren überall. Das ist die Wäscherei, glaube ich, hier, ne? So, das ist die Wäscherei hier. Du solltest wissen, was in Gange ist, habe ich hier noch als Info. So, wo ist hier noch dreckig, Leute? Ah, hier vielleicht. Ich glaube, ich muss noch mal einen Schwamm nehmen. So. Die Graffitis noch mal. Noch mal richtig schön sauber machen. Aber ansonsten sieht das ja aus wie Geleckchen, muss ich ja mal sagen. Also hier ist ja alles sauber eigentlich. Wo muss ich denn hier noch sauber machen? Ach, das sind die Duschen. Ach du Scheiße, guck dir das an. Junge, 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 Junge. Pentagramm oder so, auf Kopf stehendes Pentagramm. So, die Duschen sind sauber. Alter, das sind die Duschen. Alter, ich dachte, das ist die Wäscherei oder sowas. Das ist ja furchtbar. So, wir machen erst den Fußboden wieder sauber. Wo sind wir jetzt? Das dürfte die Krankenstation sein. Da waren wir, glaube ich, auch noch nie, ne? Ach, der Schießstand. Okay, alles klar. Schießstand ist in Ordnung. Ist wie Hausflipper, oder? Eieiei. So. Haben wir noch hier irgendwo... Haben wir hier noch irgendwo was zum Putzen? Ach, die Stühle. Alles klar, hier hin. Den Stuhl. Da ist auch Blut drauf auf dem Stuhl. Ja, gut. So, und die Krankenstation. So, haben wir hier irgendjemanden rumliegen? Was ist denn das? Ein Schwamm. Okay, alles klar. Ich dachte schon, wir finden hier geheime Informationen. Kräht der Hahn. Hallo Feierhard, grüß dich. Ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist? Willst du erst die gute Nachricht haben? Die gute Nachricht ist, du lebst noch. Die gute Nachricht ist, du lebst noch. Die schlechte Nachricht ist, wir haben schon drei Leute verloren jetzt, ne? Wir haben drei Tote schon mittlerweile.